Die beste Band der Welt wollten sie sein. Und jedenfalls sie selbst hatten daran keinen Zweifel. Größenwahn und Genie lagen bei den Gallagher-Brüdern eng beieinander. Seit Oasis in den 90ern kometenhaft aus dem Arbeiterviertel Manchesters in den Rockhimmel aufstieg. Legendär, der öffentlich ausgetragene Bruderzwist, in dem der Ältere über den Jüngeren spottete. Natürlich liebe ich Liam, aber eben nicht so sehr, wie ich einen Teller Nudeln liebe. 2009 zerstritten sich die Gallaghers so heillos, dass Oasis zerbrach und jeder für sich weiter musizierte. Der kleine Bruder gab sich jetzt die Ehre mit seinem ersten Soloalbum, Ralf Baudach. Ein Rockstar mit 45. Tee zum Interview. Nein, ich bin kein verdammter, abstinenter Rockstar. Nichts trinken und Rockstar sein? So ein Scheiß, das nützt keinem. Immer diese Typen, die sich hier hinsetzen und sagen, ich trinke jetzt seit 28 Jahren nicht mehr. So ein Scheiß. Geh deinen Rasen mähen oder geh stricken. Liam Gallagher hat sich lieber ein Soloalbum gestrickt. Überraschungskonzert gestern Nacht auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg. Zwischendrin immer mal wieder Oasis-Songs. Das heißt nicht, dass ich Oasis zurückhaben will. Oasis ist vorbei. Für immer. Dank des ewigen Streits mit Bruder Noel. Insgeheim alles nur Show? Ihr wirkt auf mich, als ob ihr euch eigentlich sehr mögt. Das tun wir, aber wir haben uns entzweit. 2009 hat Noel Oasis aufgelöst, um eine Solokarriere zu starten. Er hat mich im Stich gelassen, total selbstsüchtig. Ich muss mich bei ihm für nichts entschuldigen. Noel muss sich bei mir entschuldigen. Liam Gallagher ist niemandem etwas schuldig. Gepflegte nasale Lässigkeit als Grundattitüde. Rock'n'Roll eben. Im Studio bin ich der Killer. Da bin ich ein verdammter Bee Gee. Da singe ich dir die verdammten hohen Töne den ganzen Tag lang. Liam Gallagher. Heute softer als früher. Offenbar haben wir alle ein falsches Bild von dir. Nein, nein. Ich kann jederzeit ein totaler Arsch sein. Dann ist ja alles gut. It's just like